Dominik hier, moin. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe des Automators euch einen Dienst erstellen könnt, um Bilder im Finder zu skalieren. Das bedeutet, ihr könnt im Finder eure Bilder markieren und mit Rechtsklick dann Skalieren auswählen, um diese zum Beispiel von einer Originalgröße von 3500 mal XY Pixel auf 600 Pixel zu bringen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Zunächst mal starte ich den Automator und im Automator möchte ich einen neuen Dienst erstellen. Ihr könnt auch ein Programm erstellen oder eine Ordneraktion, wie im letzten Video gezeigt, aber diesmal möchte ich das als Dienst machen. Ich sage Auswählen. Zunächst sage ich hier, Dienst empfängt ausgewählte Bilddateien in jedem Programm. Gehe dann auf Dateien und Ordnern meiner Bibliothek und sage Finder-Objekte kopieren. Ich möchte ja nicht, dass meine Originalbilder in irgendeiner Form verändert werden, sondern ich möchte sie kopieren. Damit ich während der Aktion bestimmen kann, wohin die Bilder, also die neuen skalierten Bilder, kopiert werden, sage ich hier Optionen und sage diese Aktion beim Ausführen des Arbeitsablaufs anzeigen. Hier den Haken rein. Das bedeutet, wenn ich diese Aktion ausführe, fragt er mich, in welchen Ordner soll ich denn deine Bilder, die ich jetzt skaliere, speichern. Warum wir das machen, zeige ich euch gleich nachher. Dann wähle ich in meiner Bibliothek Fotos aus und sage Bilder skalieren. Auch hier wähle ich Optionen und sage diese Aktion beim Ausführen des Arbeitsablaufs anzeigen. Warum? Es kann ja sein, dass ihr Bilder nicht immer in der vorgegebenen Größe, beispielsweise 800, 640 oder 1000 Pixel haben möchtet, sondern ihr möchtet jedes Mal, wenn ihr diesen Arbeitsablauf ausführt, diesen Dienst ausführt, dass ihr angeben könnt, a, wohin soll er die neuen skalierten Bilder speichern und b, welche Größe sollen die neuen Bilder denn haben. Deswegen spielt es jetzt auch keine Rolle, ob hier jetzt Schreibtisch steht oder hier welche Pixelanzahl die Bilder haben, denn das fragt er ja sowieso ab. Wir haben hier einmal den Haken beim Ordner gesetzt und einmal den Haken bei, wie groß soll das neue Bild werden oder das kopierte Bild werden. Dann speichere ich das Ganze mit Command und S und der Dienst soll heißen Skalieren. Wie ihr den nennt, ist euer Ding. Ich nenne ihn jetzt Skalieren. Jetzt sichere ich mir den Dienst und dieser steht mir nun zur Verfügung. Ich gehe jetzt einmal in den Finder, in meine Bilder und habe hier ein Bild, welches 1920 x 1276 Pixel hat. Klicke mit der rechten Maustaste drauf und habe hier Skalieren. Mein Dienst fragt mich jetzt, wohin. Ich kann jetzt sagen, andere kann einen neuen Ordner erstellen. Ich möchte es jetzt mal auf den Schreibtisch haben, um euch das zu demonstrieren. Sage Fortfahren und ich möchte das Ganze jetzt in 800 Pixel haben. Und ihr seht schon auf dem Schreibtisch 800 mal 531. Er hat das also runterskaliert auf 800 Pixel Breite. Gucken wir das an. Hier steht auch nochmal 800 Pixel Breite. Hat gut funktioniert. Ich lösche mir die Datei und möchte das jetzt mal zwei Bildern machen. Ihr könnt auch 30 Bilder auswählen, das ist egal. Wieder rechte Maustaste, skalieren. Er soll es mir wieder auf den Schreibtisch machen. Ich möchte es jetzt in 1200 Pixel haben. Sage fortfahren. Und ihr seht, hier 1200 mal 797 und auch hier 1200 mal 797. Er hat also das Seitenverhältnis beibehalten. Das bedeutet, die Datei wird nicht komisch gestaucht, sondern es wird beibehalten, das Seitenverhältnis. In meinem Falle ist das 3 zu 2 hier. Jetzt möchte ich das Ganze nicht immer mit der rechten Maustaste machen, sondern mit einem Kurzbefehl. Und zwar möchte ich mir im Finder meine Bilder kopieren und mit Command S für Skalieren den Dienst ausführen. Ich gehe zunächst auf die Systemeinstellungen, dann auf Tastatur, wähle Tastatur Kurzbefehle aus, links wähle ich Dienste und habe hier Skalieren. Da klicke ich doppelt drauf und drücke jetzt die Tastenkombination Command und S. Setze hier den Haken. Und jetzt habe ich für meinen Skalierendienst den Befehl Command S gesetzt. Das probiere ich aus. Ich markiere mir diese beiden Dateien wieder. Sie sind ja noch markiert. Und sage Command S. Und ihr seht, jetzt wird mein Dienst wieder ausgeführt. Ein weiteres Tutorial zum Automator, wie ihr Bilder schnell skalieren könnt. Ihr könnt das, wie gesagt, auch mit Hunderten von Bildern machen. Ihr könnt da den Ordner auswählen, wohin er die neu skalierten Bilder kopieren soll. Und ihr könnt während des Dienstes auch auswählen, wie groß die Bilder
sein sollen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Es bringt euch etwas. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.